ein riesen wichtiger Faktor im Beachvolleyball, wie eigentlich in fast allen Ballsportarten, ist die Koordination. Letztendlich ist immer alles, was ich maximal schnell mache und so ein Ball dabei ist, ist immer Koordination. Das heißt, wenn einer da Probleme hat mit irgendwelchen Bewegungen, mit großen, komplexen Bewegungen, dann muss er erstmal an seinen eigenen koordinativen Fähigkeiten arbeiten und dann wird er die Sachen auch viel, viel schneller lernen. Wir bauen jetzt diese Koordination in ein Spiel miteinander ein. Das heißt, wir spielen eigentlich zwei mit zwei übers Netz, am besten so, dass keine Fehler passieren, und bauen dann nacheinander verschiedene koordinative Schwierigkeiten ein. Wir fangen an, dass wir Zusatzbälle einbauen, die das Team hin und her werfen muss. Man muss auch keinen Ball nehmen, man kann auch eine Flasche nehmen oder einen Schuh, das ist relativ egal. Allerdings ist diese Zusatzaufgabe für das Ganze erschwerend. Ihr werdet am Anfang wieder Probleme haben, werdet koordinativ relativ schnell lernen und letztendlich ist das immer ein glückliches Lernen. Man wird abends zufrieden sein, weil der Körper neue Synapsen im Hirn geschalten hat. Okay, die Teams spielen erstmal locker miteinander im Stand und schauen, dass sie keinen Fehler machen. Bei den vier ist das jetzt koordinativ nicht anspruchsvoll genug. Das sieht man daran, dass sie es relativ locker hinbekommen. Ich werde ihnen jetzt Zusatzbälle geben. Bene. Rebecca. So, das Ziel ist jetzt immer auf die zu spielen, die keinen Ball in der Hand haben. Das ist die leichtere Variante. Das heißt spielen, Ball fangen, Ball werfen, spielen. Spielen, Ball fangen, Ball werfen, spielen. Okay, das Ganze ist die leichtere Variante davon. Die schwerere Variante wäre jetzt, wenn wir auch auf den spielen, der den Ball in der Hand hat. Das heißt, im Folgenden werden wir jetzt immer auf die oder denjenigen spielen, die den Ball in der Hand hat. Damit haben wir ein bisschen mehr Aktion. Jetzt auf die Rebecca. Ball werfen, spielen, fangen. Gut. Wir können das Ganze natürlich auch anders erschweren, koordinativ.